Was denn? Wir müssen doch Ben die Sachen für den Ring besorgen. Oh, es ist zu spät. Ups. Das ist doch immer irgendwas ganz Wichtiges. Als Ben nach Pelikan kam, wusste niemand, ob er in unsere Gemeinschaft passen würde. Aber ab heute wird Ben wie jeder Einzelne von uns ein Teil dieser Stadt sein. Es ist mir eine große Ehre, am heutigen 22. Frühling Ben und Abigail zu vermählen. Wie machen wir das ohne Ring? Nun, dann lass uns mal anfangen. Ben, Abigail. Als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehesiegels erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ihr dürft euch jetzt küssen. Es geht auch ohne Ring, hä? Anscheinend. Schenke ich einen Ring erst später? Nee, nee, passt schon. Ich will einfach keinen Ring, weil du ein Stoffel bist. Das Leben wird von jetzt an anders sein. Aber die Zukunft sieht rosig aus. Ja, vor allen Dingen kriegst du jetzt jedes Mal, ach nee, ich darf ja nicht spoilern. Nee, darfst du nicht, ich war auch noch nicht verheiratet. Klappe. Okay, klappe. Wo ist sie denn? Sie müsste jetzt in meinem Haus wo sein, oder? Ja. Denke ich. Komm, ich muss ihr gleich Hallo sagen. Und sie fragen, wie du so im Bett bist. Ich hab die Kuh gehört. Ne? Ha, ich rede mit dir. Die Hochzeit war wundervoll, nicht wahr, Liebling? Oh Gott, und das ohne Ring. Ohne Ring. Tja, sie ist halt genügsam. Es geht um die Liebe, nicht um den blöden Ring mit dem Stein dran. Ich werd bloß gefragt, oh hey, du gönnst eine Pause von der Arbeit? Also, ich weiß ja nicht, wen du da so geheiratet hast, ne? Mich fragt sie, hängst du je am Friedhof rum? Ist das ein friedvoller Ort, um ein wenig Zeit für sich selbst zu haben? Die hat man doch am Anfang sogar auf dem Friedhof getroffen. Einer der ersten Events ist am Friedhof. Aber hat sie das mit dem Sex gerade wirklich gefragt? Nur. Numi? Was? Hat ihr das mit dem Sex gerade wirklich gefragt? Nein, ich wollte sie fragen, aber es gibt ja keine Option bei Shadow. Warum tut der Baum eigentlich keine Früchte mehr tragen? Tragen die nur zu bestimmten Jahreszeiten Früchte? Ja, wenn sie draußen stehen. Oh, okay. Benni, wenn das Benni, wenn das ein Apfelbaum ist, wirft er im Frühling auch im Real Life Früchte? Ich wollte nur wissen, ob das hier so ist. Ehrlich, Spiele mit Real-Dingens zu erklären, funktioniert halt meistens nicht. Was war vorhin? Ich weiß immer noch nicht, was mit dir war, Lumi sag ich schon, Dio. Nio hat geschrieben, dass er von dir kommt, glaube ich, oder? Nee, der hat geschrieben, dass er von Lumi kommt. Schon festgestellt. Ich bin verwirrt. Bist du dement auf unsere alten Tage? Was wäre ich dement? Ob du dement bist? Was habe ich denn vorher festgestellt schon? Dass Nio von mir kommt. Ach so, wegen dem Game, genau. Ich wollte dich doch mal überzeugen, Trine mitzuspielen. Achso, mich? Nee, geht um Dio, Zuschauerin gerade, andere Streamerinnen. Ach, Entschuldigung. Und dann könnte ich mit zwei Mädels Trine spielen. Ha! Das finde ich voll uncool. Ich glaube, ich habe nie mit einer höheren Anzahl Frauen zusammengespielt. Traum meiner schlaflosen Albträume. Ach so, nö. Sie will eh nicht. Hat sie erledigt. Von daher. Dann halt nicht. Dabei ist das Spiel so schön. Trine 2, so ein schönes Spiel. Kann man sich so schön. Kannst du mal den Link oder den Spielnamen reinstellen, denn? Einfach bei Steam Trine suchen. T-R-I-N-E. Und dafür der zweite Teil. E-R-I. N-E. Trine. Okay. Na dann. Und davon den zweiten Teil, den würde ich spielen. Du musst mal Party Hard 2 holen. Da gibt es sogar keinen Koop. Doch. Bei Party Hard 2 gibt es einen Koop. Oh je. Was? Bei Party Hard 2. Party Hard 2 ist ein Rätselspiel, wo du die eine ganze Party quasi leerräumen musst. Oder zumindest. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich musst du bestimmt Leute töten auf einer Party. Was jetzt bestimmte? Alle? Nee, weil du ja nicht schlafen kannst. Es gibt häufig auch die Option, nur bestimmte zu töten und nicht alle. Es musst du im Stealth-Modus auch möglichst alle wegschaffen, ohne dass es irgendjemand merkt, um bestimmte Charaktere freizuschalten. Ich find's ganz cool. Ich hab Party Hard 1 und Party Hard 2. Was? Wenn mir wer die 3 Euro gibt? Was? Trine 2 kostet aktuell 3 Euro? Daran soll es, glaube ich, nicht scheitern. Wir kommen zurück, Nio. Song Requests nicht bei Stardew Valley.
Benni, wollen wir eigentlich Ingame-Musik läuft, was es gerade nicht tut. Benni, wollen wir zu viert spielen, wenn es mich auch mitnimmt? Dann Shrine 2 geht nur zu dritt. Achso, zu dritt? Was ist das für eine Zahl? Weil es drei Charaktere gibt. Toll. Das ist ungewöhnlich, gell? Okay, was mache ich jetzt mit dem angefangenen Tag? Das dritte Mal am Wagen quasi. Ja. Wie sind denn die Geister heute gesonnen? Hab ich jetzt gar nicht geguckt. Tulpe. Noch. Dann ich glaube, ich muss mal Sachen verschenken. Ich will doch auch jetzt mal endlich mal meinen Sebastian klar. Ich wollte ja runter hier zum Tiere holen. Ja, geh doch Tiere holen. Was brauchen wir noch? Nicht. Oben aufbrechen? Ziege, Schaf brauchen wir noch und wir brauchen einen verbesserten Stall, darauf müssen wir hinarbeiten. Und ich brauche ein größeres Haus für Kinder. Ey, wir machen erstmal den Stall. Ich will nicht jedes Mal. Wir haben bloß 4 Strohplätze. Ich will nicht jedes Mal alle. Weil ich will Kinder kriegen. Ist gerade erst geheiratet, ja? Jetzt muss die arme Frau mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Vielleicht hat die ja auch schon ein Kind im Bau. Vielleicht brauche ich deswegen schnell ein Haus. Ja, ist klar. Ihr habt doch wohl nicht etwa vor der Heirat Sex gehabt. Ich war doch schon abends bei ihrem Zimmer und so. Oh mein Gott, Ben! Aber ihr habt doch den Verhütungssack drüber gehabt. Ja, wenn der hat nicht gepasst. Wenn du zu machen vor der Heirat, denkst du, der trinkt an Verhütung. Kommen ganz viele kleine Bens gleich. Oh, weia. Die machen auch alle dumme Sprüche. Randale. Mir hat letztens auch ein Kumpel geschrieben, hat gemeint, es gibt jetzt bald mehr von mir. Und ich so, ich dachte, okay, der schreibt ja auch Artikel und so. Ich dachte, hat jetzt eine neue Website oder irgendwie sowas. Ja, meine Frau ist schwanger. Ich so, oh geil, cool. Will ich ja, auch. Ich bin Studentin. Siehst du aus? Ja klar, siehst du so aus. Ich habe heute wieder schön günstig die Fertignudelsuppen abgestaubt von Erasco. Die waren im Angebot beim Einkaufen. Fertignudelsuppen. Hier, das sind hallo. Benny ist live geholt. Ich esse die. Hast du damit ein Problem? Nee, ich habe jetzt selbst erst einen Riesenpacken an Tütensuppe geschenkt bekommen. Also. Ich rede aber von Dosensuppe und nicht von Tütensuppe. Ich habe ja gesagt, Erasco. Die machen doch keine Tütensuppe. Dose ist echt eklig. 12.000. Der Tütensuppe ist doch viel schlechter. 450 Holz und so. Ich studiere Germanistik und Philosophie. Wie alt bist du denn? Germanistik und Philosophie, das ich weiß nicht, was ich tun will. Studium. Zukünftiger Taxifahrer. Ja, das schon eher. Was wollte ich jetzt danach mal? Ach, ja, das sind die Juristen, dachte ich, sind das. Auch. Eigentlich alles. Gender Studies zum Beispiel. Das sind auch so Taxifahrertypen. Ah, dann machst du wahrscheinlich dein Abi, ne? Machen wir das nochmal hier rein. Warum machen alle Läden eigentlich schon 16 Uhr zu? Das ist sowas von unlogisch. Wir sind auf dem Dorf. Auch ein Saft von mir. Oh, kann ich nicht. Die habe ich schon angekündigt. Benni, wo tust du die ganzen Tulpen eigentlich hin? Verkaufst du die oder? Multiplizieren. Was? Auch einen Vermultiplizieren, Saft? Warum? Okay. Vermultiplizieren? Aber sagen Sie denn alle, ich habe den heute schon geschenkt gegeben. Ich habe den kein Geschenk gegeben. Weil das ein Bug ist, weil du aussehen sogar quasi zweimal draufklickst. Dann hau ich die Tulpen einfach hier rein, weil ich weiß nicht, wo ich die vermultiplizieren soll. Na hier? Was willst denn du hier an dem Samending? Na, was will ich jetzt mit den ganzen Tulpen im Inventar? Ich wusste ja nicht, dass du Tulpen erntest. Ich habe Tulpen geerntet. Ich drück zu oft drauf, oder was? Nee. Das ist, glaube ich, einfach ein Fehler, weil wir das habe ich auch. Das könnte einfach ein Multiplayer-Fehler sein. Ich will aber meinem Sebastian noch was schenken. Das zählt ja auch als Geschenk. Der sagt ja halt nur sinnloserweise, dass du das angeblich schon mal gemacht hast. Wo ist denn mein Schatz? Schatzi! Wie Lumi hat sie gefrorene Träne für dich. Manchmal habe ich ja Angst, so was Lumi mit Männern machen würde, die sie wirklich mag im realen Leben. Ich will glaube ich gar nicht wissen. Ich will ihnen gefrorene Tränen vorbeibringen. Ich glaube ich halt nicht. Ich glaube, du würdest andere Sachen mit denen machen. Perverse Sachen. Ich
würde sie verwohltätig. Das habe ich nicht gesagt. Von pervers habe ich nicht geredet, aber ich habe trotzdem Angst davor. So. Deutsch und Englisch ist nice. Warte mal, warst du schon mal hier? Wir haben darüber schon mal gesprochen, gell? So. Du willst auch was im Informatikbereich machen. Oh Gott, ich muss mal anfangen, Liste zu führen. Es gibt so viele Menschen. Krass. Oh, Sebastian, fast 8 Milliarden. Ja, ne? Klingt komisch, so, ist aber so. Sein. Ich komme jeden Tag hierher, um dir so eine fucking Träne zu schenken, ja? Und der heult hier rum. Wenn ich jetzt verschwinden würde, würde ich irgendwas verändern. Ja, verdammt, dann müsste ich nicht jeden Tag so eine blöde, gefrorene Träne dahin bringen. Also Sebastian, den würde ich ja nicht heiraten, ja? Das finde ich ja schon ganz schön frech. So. Kann ich meiner Abigail jetzt immer noch was schenken eigentlich? Und wenn ja, was bringt mir das? Ja, siehst du? Kaum ist sie mit dir verheiratet, war es das mit den Geschenken. Schon kann nicht. Ich schenke jetzt hier Amethyst. So. Ich liebe so Zeugs, ernsthaft, du bist echt super, Ben. Die sagt immer noch das Gleiche. Interessant. Ich bin müde genug, um sehr bald schlafen zu gehen. Das stimmt doch mit dem Informatik, oder? Oder bin ich gerade völlig falsch? Hier ein Tipp für die Abenteurer. Ups, da ist meine Hilfe, Bob! Nein! Bob ist abgestürzt. Ich muss meinen Bob wieder sortieren. Felix, hat sich Felix schon wieder aus Versehen gemutet? Den hört man gar nicht mehr. Keine Ahnung. Hier ein Tipp für die Abenteurer unter euch. Denkt an den Spezialangriff eurer Waffe. Schwerter können Angriffe blocken, was bei Schleimangriffen sehr gelegen kommt. Oh. Keulen können auf dem Boden schlagen, wodurch Gegner in die Luft gewirbelt werden. Und mit einem Dolch könnt ihr einen superschnellen Dreifachangriff ausführen. Passt auf euch auf. Bitte, wo hast denn das hier? Leben vom Land. Das habe ich noch nie gehört. Ist heute gerade Leben vom Land drin. Geil. Also mit dem Schwert blocken, ja, daran habe ich nur nicht mehr gedacht. Da fällt mir gerade ein, was ist mir mit Sashimi? Moment mal, jetzt steht Abby genau. Den ganzen Tag vor meinem Herd. Ey, gut, dass wir mehrere Häuser haben. Ich könnte uns jetzt nicht kochen. Aber sie kocht dir doch bestimmt was. Ja, aber doch nicht Sashimi. Achso, die muss ich auch noch machen, ja. Nee, das ist eine Maki-Rolle? Wo war denn Sashimi? Das ist Paprika-Popper? Das ist rosa, ne? Hm. Nee, das ist komisches Brötchen. Kannst du sie vielleicht noch nicht machen? Das sieht noch so aus. Nee, Radieschensalat. Matrosen, Bauernmahlzeit, hast du den, Gemüsepfanne. Den Fisch schon im Inventar? Nee. Brauchst doch mehr als nur ein Fisch, oder? Ich wollte halt nachgucken, was ich dafür brauche. Für Sashimi brauchst du nur Fisch? Ich kann nur Maki-Rolle machen. Fisch, Seetang, Reis brauche ich dafür. Hast du schon mal eine Maki-Rolle jetzt gemacht eigentlich für den Koch, fürs Gemeindezentrum? Nee, ich glaube nicht. Wir haben jetzt zumindest neu, dass ich das gemacht habe. Ich habe ja auch den Reis nicht gekauft und so. Weil den musst du ja kaufen. Den kriegst du sonst gar nicht. Ja, das vielleicht mal machen. Ich glaube, ich kann schon Sashimi machen. Ich habe das schon gemacht. Du hast das doch für deinen Dingens schon gemacht, oder nicht? Ja. Ich bin ja die ganze Zeit in den Meer gerannt, um ihm sein blödes Sashimi zu geben. So, ich muss aber heute mal hier 0.40 Uhr da am Dingens sein. Ich will wissen, was es da gibt. Lege ich dir hier so ein Sashimi rein irgendwo? Ja, du musst es aber auch abgeben. Hast du jetzt zwei gemacht? Ich mache einfach zwei. Das ist ja nur Fisch. Ja, brauchen wir dafür, glaube ich, echt nicht. Hast du das schon gemacht? Was? Nee. Nein, noch nicht. Ich dachte. Jetzt habe ich es gemacht. So, ich bin mal auf dem Weg. Wo? Da laufen irgendwelche Geister auf unserem Grundstück rum. Die bezahlen keine Miete. Kannst du die mal irgendwie raushauen? Was? Du bist auf, Chris. Dankeschön fürs Reinschauen und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Mach's gut. Ich kann das bei gute Nacht, Fitness. Chris. Schlaf schön und träum was Schönes und werd wieder gesund. Genau. Denken, dass ihr bald ins Bett müsst. Ich muss jetzt mal weg vom Bett. Ach, zu dem Busch. Genau, ich muss mal kurz in den Busch gehen. Ich gehe mal ins Bett und hol mir noch was im Real Life zu essen. Ich gehe jetzt mal mitten in der Nacht in den Busch. In den Busch. Aber sogar, weißt du, kaum ist er mit Abby verheiratet, da geht er alleine in den Busch. Nicht mehr mit Abby. So ist es. Kein Sex mehr während der Ehe. So. Stimmt gar nicht. Ich wollte mit dir schlafen gehen, aber da war es auch zu früh. Ich habe deine Rechtfertigung nicht mehr. Ich hol mir was zu essen. Ja, rat mal, wen ich jetzt gefunden habe. Bürgermeister und
Weil du guckst es dir an. Ich kann es mir gerade nicht angucken. Also. Ich bin hier rechtzeitig im Stream drin. Da Bürgermeister ist richtig. Und wer gehört dazu zum Bürgermeister? Ja, seine Frau. Der hat keine Frau. Doch. Ja, der hat keine verheiratete Frau. Nee? Nee. Wer war denn das dann? Das war die Viechzeug verkauft. Ach so. Ja, was haben die da gemacht? Die waren ziemlich aufgeschreckt. Ja, da gab es wohl einen Blowjob. Abigail schläft. Oh, die hat jetzt ihre Spielkonsole mitgebracht. Das ist ja mega nice. Ja. Du bist quasi Abigails Zimmerinhalt bei mir. Mega genau. Cool. Genau, sie zu dir. Ja, aber das Zimmer, also das Schlafzimmer ist auch größer geworden. 50% mehr wert. Geil, jetzt muss man nur noch Holz verkaufen. Aber noch nie gemacht. Sammler, mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist der Ertrag gesammelter Gegenstände verdoppelt bei mir. Wähle einen Beruf. Sammler? Oder Förster? Wir werden doch niemals Holz verkaufen, oder? Oder fast nicht. Ja, dann werde ich Sammler nehmen. So, ich gehe jetzt den Stall verbessern und dann gehe ich gleich noch, oder ich gehe vorher noch eine Ziege holen, weil ich brauche bis 12.000 Credits. Regnet. Aber ich kann mit den Sachen von Abigail nicht spielen, das ist ja voll doof. Nee, aber du kriegst halt ihren Zimmerinhalt. Oh Mann. Du kannst hier irgendeine Akkad spielen, das kannst du in der Kneipe. Ich wollte aber wieder das Nest spielen, die hier steht. Mit der Snest, ja. So, die Dunkelheit, der Regen. Ich bin ganz aufgeregt. Regnet und Abby geht voll ab, oder was? Ja. Also ich hole jetzt einen Schaf und eine Ziege, wenn das schon geht. Jo. Ach, ich glaube, das geht noch nie, weil wir erst den Stall ausbauen müssen. Morgen ist Blumentanz. Denk dran. Blumentanz. So, jetzt muss ich wieder hier alles ernten, oder was? Ja. Ach, den kann ich ganz schön. Ups, das hab ich auch sehr zwischendurch eine Bohne gegessen, anstatt ernten. Läuft bei dir. Die braucht doch keiner, oder? Da gebe ich nur eine Sternbohne. Also wenn es jetzt geht, hole ich erstmal Zeug und dann tue ich die Scheune ausbauen. Gib uns das Zeug. Meinst du, der Sebastian tanzt dieses Jahr mit mir? Wahrscheinlich. Keine Ahnung, vielleicht dürfen wir nur Pärchen tanzen. Habt ihr eigentlich Geoden gesammelt und die abgegeben wiederum? Blumi hat irgendwas mit Geoden gemacht. Ich habe die Geoden gesammelt und abgegeben. Okay. Da hole ich mir die mal. Blumi hat irgendwas damit gemacht. Ich habe sie doch schon abgegeben. Ach, du hast es schon abgegeben, also sind keine mehr da. Ich war eh gerade unterwegs und ich dachte, ich mache es einfach jetzt noch schnell. Du kannst mal echt den Stall mal ausbauen, gell? Du hörst mir, das ist schon der Stall ausbauen, hat Felix doch gerade gesagt, dass er das machen will. Achso, Entschuldigung, ich dachte nur, Ich tue aber vorher gucken, ob wir nicht, Zeug noch holen können, also Viech. Was ist eigentlich, wenn wir... Können wir noch holen. Was ist eigentlich, wenn wir Blumen stehen lassen? Werden die irgendwann welk und verschwinden einfach? Oder direkt am nächsten Tag, oder wie ist das? Die werden dann welk. Stehen die mehrere Tage, oder sind die dann... Du kannst Fragen stellen. Keine Ahnung. Ihr seid die Wiki-Leser. Schatz, also. Schatz! Hast gerade ein Ben mit Schatz angesprochen? Ich glaube schon, das hat sich so angefühlt. Oh, da würde ich mir jetzt aber an deiner Freundin in ihrer Stelle so ein bisschen Gedanken machen. Nee, eigentlich nicht. Ich habe einen Kreuzchor an. Wir sind nämlich gerade im Dynamo-Stadion, also hier. Oh, unsere Ente ist erwachsen. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Den Rest, musst du holen. Entenmayo? Gibt's wirklich Entenmayo? Mhm. Schmeckt die anders? Echt? Noch nie gegessen. Ah, Ben, hier ein Gemüse aus meinem Garten hinter dem Haus. Du hast vermutlich schon mehr, als du tatsächlich verwenden kannst, aber es kann nicht schaden. Caroline, die schenkt mir einen Blumenkohl. Hallo Ben, morgen treffen wir uns für den jährlichen Blumentanz. Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst am Tanz teilnehmen. Im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Komm zwischen 9 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist. Bürgermeister Louis. Ein Hase könnte ich noch holen. Soll ich mal einen Hase holen? Hasen haben wir schon. Na, dann lasse ich's. Dann gehe ich jetzt erstmal den Stall ausbauen lassen.
Weil mit einem Stall können wir wieder... Nee, du kannst ja noch Schafe und Schweine. Nein, wir brauchen einen besseren Stall. Damit so, okay, dann macht das. Nio, eigentlich sollte da in regelmäßigen Abständen Musik laufen, aber irgendwie läuft keine Farbe. Bei Stardew Valley ist generell mit Musik irgendwie wenig, das gebe ich dir recht. Ja, ist ein bisschen schade, gell? Weil die Musik ist eigentlich ganz schön. Ja, aber dann, vielleicht ist es auch deswegen so schön, weil sie so selten läuft. Eben, ich finde es so schön, wie es ist. Ernsthaft? Ja. Ich habe Kekse gefunden im Müll. Wer hat Lachsbärenwein gemacht? Da oben zum Einlegen. Lachsbären bringen doch ansonsten nichts. Aber ich glaube, Lachsbärenwein will immer noch niemand haben. Lachsbärenwein echt nicht? Das wäre doch mal eine Marktlücke. Hier, darfst du gerne jemanden schenken. Mhm. Immer an, Lumi, du Fressack. Hier, wir brauchen noch Weizen, Heu und drei Äpfel. Aber Weizen muss man doch kaufen, oder bin ich doof? Und Äpfel haben wir noch nicht. Da warten wir müssen noch ein paar Bastinaken einlagern, gell? Und einen Granatapfel. Des Frühlings, wir haben nur noch drei Stück drin. Oder bauen wir noch ein paar an? Wir brauchen nur noch Spiegelei, Straußenfarn, Trüffel und eine Maki-Rolle. Ja, Maki-Rolle kann ich machen, aber dazu müssen wir Reis kaufen. Dann musst du Reis mitbringen. Und dann brauchen wir noch einen Entenfeder. Also wenn ihr das irgendwo seht, das brauchen wir noch auf jeden Fall. Der Entenfeder kriegst du ja auch wieder einfach durch die Ente, wenn du ja einen hast. Ja, aber ne? Wenn ihr das mal seht, das brauchen wir unbedingt. Und wenn wir die... Oh, ich will... Oh, Alter! Was hast du jetzt falsch gemacht? Ich habe einen Blumenkohl gegessen. Ist doch okay. Ist nicht schlimm. Ja, ich habe auch alles. Das ist auch immer pur. Komplett. Der Blumenkohl schmeckt ja wohl roh, genau, auch relativ gut, ja. Große Ziegenmilch und Wolle brauchen wir noch. So, ich gehe jetzt erstmal hoch zum... Besser als wenn ich einen Zierlauch essen würde, oder was? Nee, was ist denn überhaupt? Einen Blue Jazz essen würde. So, jetzt gehe ich erstmal unseren Stall verbessern. Und danach, wenn wir das gemacht haben, müssen wir sofort wieder den Stall verbessern. Sieben also Tage, das passt nicht mehr. Den Rest verkaufe ich, glaube ich, einfach. Also irgendwie fange ich mal wieder 10 Sachen gleichzeitig an und mache nichts davon fertig. Kann ja keiner was dafür, außer du. Bau mal noch ein paar Bastinaken an. Wir haben, glaube ich, noch Bastinaken, die noch auf Reifen sind. Ja, aber die noch reifen. So, der Stall wird jetzt aufgewertet. Noch 3 Tage. Süßkartoffel, Herbst, Sommer. Haben wir überhaupt noch Bastinaken schon? 12, Frühling, 4 Tage. Kann sich mal jemand an die Fischtruhe kurz stellen? Ich habe einen Pastinakensamen noch. Und ich bin mal kurz am Sehen, danach kann ich mich an die Fischtruhe stellen. Oder anders, wir brauchen halt noch einen Waldspringer. Ja gut, das kann man ja auch vor der Fischtruhe einsehen. Ich guck mal selber durch. Ich steh doch schon da. Ich hatte aber schon irgendwo einen Waldspringer. Hab ich den nicht schon abgegeben? Bist du sicher? Waldspringer gibt's noch nicht. Also laut dem Ding hier. Was brauchen wir noch? Und zwar... Ich dachte, ich hätte mich schon mal gefangen, den Waldspringer. Cool. Dann geh ich mal angeln, würde ich eher sagen. Einen Katzenfisch brauchen wir noch. Oh, okay, Penny hast Bein. Vielleicht sollten wir aus den Lachsbären irgendwas anderes machen. Und einen Thunfisch brauchen wir noch. Thunfisch, Katzenfisch und Waldspringer. Ich glaube, einen Thunfisch habe ich gesagt, noch. Ich habe gesagt, dass meine Haare schön aussehen. Thunfisch habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden, tatsächlich, bisher. Ich guck mal nach. Er sagt, ob ich ein wenig bei ihm bleiben will, aber dann schlägt er nichts vor, was wir machen sollen. Ziemlich blöd. Musst du was vorschlagen? Ich laufe ihm jetzt gleich noch ein bisschen hinterher. Ich versuche mal den Waldspringer zu fangen. Mal sehen, ob das funktioniert. Was ist er denn jetzt? Sebastian! Schaut! Bist du hier? Spielst du Billard? Wo bist du? Bist du schon wieder in der Kneipe am Saufen? Ja, er spielt Billard. Der Thunfisch kann nur während Sommer und Winter im Ozean gefangen werden. Da war doch irgendwas.
Es kommt zwar selten vor, aber man kann ihn hin und wieder auch beim Durchsuchen der Mülltonnen finden. Liest du etwa schon wieder Wichsen? Ja klar. Ja, wie immer. Alles, was man nicht weiß, kann man wikien. Nee. Waldspringer, der Waldspringer. Der hat mich hier festgebackt, der kommt hier. Der in die Geheimwäldern und auf dem Hof, vorausgesetzt, Spieler wählt, den Waldhof gefangen werden kann. Also einen Waldspringer kannst du im geheimen Wald finden. Bin ich ja schon. Den habe ich auch schon mal geangelt, sag ich ja. Hast du nicht mal eine Ruhe, das ist ein blöder grüner Schleim? Das meinst Felix. Und der Katzenfisch ist ein Fisch, der im Fluss, Stadt und Wald und im Waldteich im Frühling und im Herbst im Regen gefunden. Benny, abenden. Oder ich probiere es mal im Waldteich mit meiner normalen Angel da. Ich bin gerade im Waldteich. Ich dachte, du bist mit dem geheimen Wald. Das ist das nicht der Waldteich, der geheime Wald? Den meine ich doch. Nein. Der Waldteich ist unten. Wenn du runtergehst beim Schweinezirkus, das ist der Waldteich. Aber ich hole immer nur Karpfen aus dem geheimen Wald raus, das ist ein bisschen doof. Das ist leider nicht so wahnsinnig. Ach, morgen ist der Blumentanz, gut. Genau, ich kann jetzt mit jemandem tanzen, ihr nicht. Doch, Sebastian tanzt bestimmt mit mir. Das glaube ich nicht. Hatte schon im ersten Jahr nicht funktioniert. Was gebt ihr für Früchte im Versandbehälter ab? Goldene. Goldene. Und silberne. Bleibt aber nicht viel übrig. Bei mir ist also ungefähr 90% der Früchte sind aktuell Gold oder Silbern. Ja, aber dann kaufen wir lieber Samen, anstatt die zu verarbeiten. Verkauft doch alles. Nein, die normalen, die verarbeiten wir weiter zu Säften und zu Saatgut. Komm schon. Da, ich habe einen Katzenfisch. Ja, ein Haufen silbernes Zeug drin. Hast du gehört? Ich habe einen Katzenfisch. Du hast einen Katzenfisch, dann bring ihn doch zum Gemeinschaftszentrum hoch. Bei nächster Gelegenheit. Hast du noch. Oder gibst du einen, tust du in eine Kiste legen, gibst halt mir da, wenn ich noch. Wir den Waldspringer eigentlich auch noch haben. Guck mal, den Waldspringer habe ich auch noch. Echt jetzt? Ja. Wo bist du? Im geheimen Teich, geheimen Wald. Okay, ich komme runter. Hol's ab und bring's dann hoch. Na, Kira, was ist, hä? Ist halt ganz gut, ja, mal zu angeln, wenn mal regnet. Ja. Mittlerweile echt was anderes. Hab ich sogar noch einen zweiten Waldspringer, guck mal einen an. Kira, was ist denn los? Ja, trapp dich erstmal. Das ist wieder eine Karpfen. Der macht gar nichts. Der beißt nur zu und lässt sich rausziehen. Das ist wirklich so, der Karpfen macht halt nichts mehr bei mir. Hasenpfote hätten wir auch abgeben können, ne? Wo? Beim Gemeindezentrum. Ja, so. Hasenpfote, wenn ihr ihn habt, dann wäre das schon echt nice. Na, weil wir sie jetzt letztes Mal ja an Bens Glück vergeben haben. Ach so, Benni, gibst du mal schnell? Moment, ich bin dabei, ich muss mein Inventar so ziehen, dass ich es dir geben kann. Oh, Benni hat mich lieb. Nee, du hast mich lieb, weil ich dir Sachen gebe. Also mir hat gerade ein Herz angezeigt bei mir. Ja, aber, ja, genau, von deinem Charakter kommt ein Herz, nicht von meinem. Ich gebe ja das Zeug. Das ist ein wichtiger Unterschied, ja, hier, wer wen lieb hat. Ja, ist alles okay. Du musst mich lieb haben. Ja. Komm her und lieb mich. Lieb mich, hab mich lieb. Was ist denn los, Lumi? Fühlst du dich unwohl? Ja. Warum fühlst du dich unwohl? Lumi, hab mich lieb! Ich weiß nicht ganz, warum ich mit euch spiele. So scary. Ach, das war aber ein fieser Fisch. Wer war das denn? Den Fisch hatte ich noch nicht, glaube ich. Oh. Da ist gerade irgendjemand hart am verlieren. Krieg ich nicht. Warum rüsten wir eigentlich unsere Werkzeuge auf nochmal? Können wir auch bald machen. Also wir haben jetzt genug Geld zum Aufrüsten, würde ich sagen. Aber was willst du denn aufrüsten? Meine Spitzhacke würde ich zum Beispiel noch aufrüsten, die noch Bronze bei mir. Die du ja eh nie benutzt.
Stimmt überhaupt nicht. Du hast doch gesagt, ich soll jetzt nicht mehr in die Mine gehen. Ja, wenn du der festen Überzeugung bist, dass man da gar nicht sterben kann und dass das ja gar das nicht so ist. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich brauche nicht so viel Essen. Ja. Schön, wir haben ein Bündel komplett. Danke, Felix. Sehr schön. Was gibt's denn dafür? Felix, jetzt kommst du gleichzeitig ins Bett, glaube ich. Nämlich, ja, ja, es ist nämlich gleich Zeit, an ins Bett zu gehen. Es ist schon 1 Uhr. Bin ich wieder zu spät nach Hause gekommen. Abigail schläft jetzt schon wieder schon. Ich muss mal eher nach Hause kommen, damit ich mit Abigail schlafen gehen kann. Damit es endlich kleine Bands gibt, ja. 1.10 Uhr, ich beeile mich. Oder nur Spaß haben, hallo? Wenn man schon verheiratet ist, dann muss man auch die guten Sachen mitnehmen, ne? Wollte gerade sagen, nur die Pflichten, das wäre ein bisschen kacke. Ich glaube, ich werde es nicht mal wirklich rechtzeitig schaffen. Ich glaube, es war Kant, der gesagt hat, dass eine Heirat bedeutet, dass man vertraglich sich gegenseitig seine Geschlechtsorgane verspricht. Echt? Mhm. Wenn ich schaffe, ja, schlafe ich echt nur auf dem Hof ein. Das ist macht nur keinen Unterschied, kann trotzdem genauso teuer sein. Ich schlafe auf dem Hof ein. Es hat irgendwie 1000 gekostet oder so, oder 2000, das war einiges teuer. Ja, wer verkauft denn da Kekse? Ich habe ich im Müll gefunden, ich darf ja eigentlich neben Müll wühlen. Das sind Kekse, deswegen verkaufst du das, was du dann findest, auch direkt wieder. Das ergibt ja total Sinn. Das sind scheiß leckere Kekse, Mann.